Ein neuer Monat steht vor der Tür und das bedeutet, ein neues Setup in meinem Bullet Journal muss her. Die heutigen Tipps und Ideen sind perfekt für dich, wenn du nicht so gut im Handlettern oder Zeichnen bist oder darauf vielleicht einfach keine Lust hast oder auch keine Zeit. Denn ich zeig dir heute was, was dir massig Zeit schenken wird. Heute erstellt nämlich jemand anderes mein komplettes Setup, zumindest den größten Teil. Von wem rede ich? Dem Cricut Joy. Denn der kann eine ganze Menge und eine ganze Menge Arbeit abnehmen. Wenn du Plotter jetzt nicht so kennst, das ist wie so eine Art Drucker. Und der hier nochmal in Mini. Nur, dass der eben nicht druckt, sondern schneiden kann und zeichnen und schreiben. Und wie genau der das macht und was der alles kann, das zeige ich dir auf ganz verschiedenen Seitenideen heute im Bullet Journal und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ein neues Design muss her und dafür stöber ich einfach mal in der Datenbank im Cricut-Programm nach tollen Vorlagen. Und es soll was Besonderes werden. Hier hast du wirklich eine riesen Auswahl an Vorlagen. Gib einfach den Suchbegriff ein und zack, findest du hier viele Motive, die du nutzen kannst. Manche kostenpflichtig, manche kostenlos. Im Programm von Cricut kann ich jetzt mein Bild bearbeiten, je nachdem, was ich brauche und wie ich es brauche. Und kann eben der Cricut-Maschine gleich sagen, was sie damit machen soll. Soll sie das Ganze zeichnen oder ausschneiden? Den Hauptakteur der Seite habe ich, aber ich brauche auch noch ein Kalendarium. Und perfekt zum Heißluftballon, finde ich, passt so ein Wolkendesign. Also wieder in der Datenbank eine Wolke geschnappt. Mit der Textfunktion jetzt einfach nur noch das Kalendarium erstellen. Das geht super einfach, indem du wirklich alles untereinander ordnest, bis es passt. Und wenn du das abspeicherst, kannst du es auch für die Folgemonate immer wieder nehmen. Natürlich nicht vergessen, da die Daten auf die richtigen Tage zu verschieben. Nachdem jetzt alle Teile miteinander verbunden sind, geht's ans Plotten. Und da fängt die Magie absolut an. Den Cricut Joy anschalten, im Arbeitsbereich einfach auf Herstellen klicken und den Anweisungen folgen. Ich find's cool, dass das so flexibel ist, denn die App gibt's einmal auf dem Tab, auf dem Handy, aber auch eine Desktop-Version. Für den Cricut gibt es solche Matten, auf die du das Material mitunter auflegen kannst. Hier einmal so ein leichter Grip, einfach so eine leichte Haftung und hier so eine Standardhaftung. Ich würde sagen, ich mache mal die leichte Haftung. Hier ist immer so eine Folie drauf, die schützt nämlich diese leichte Klebung hier, sodass das eben nicht unnütz verschmutzt. Also nach Gebrauch auch immer wieder Folie drauf. Aber jetzt brauchen wir die ja. Als erstes bearbeitet der Cricut für mich den Heißluftballon. Und dafür habe ich mir das Deluxe Paper geschnappt. Denn das hat nicht nur eine wundervolle Musterung, sondern auch noch eine klebende Rückseite. Genial, um das eben gleich auf meine Seite zu bringen. Jetzt hat der Cricut Joy hier so eine Feinschnittklinge. Ruckzuck ist hier mein Heißluftballon ausgeschnitten. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch diesen Sticker in XXL lösen. Übrigens ist dieses Deluxe Paper so ein bisschen kräftiger, fast wie so ein dünner Karton. Dadurch lässt sich das super bearbeiten. Und dann kann ich den Heißluftballon auch schon auf meine Seite kleben. Aufs Deckblatt gehört jetzt natürlich noch der kleine Mini-Kalender in der Wolke. Und dafür habe ich das gleiche Papier gewählt, aber mit einer anderen Farbe. Denn einfarbig passt jetzt besser und dieser goldene Ton sieht einfach so schön in der Kombination aus. Aber einfarbig brauche ich auch, weil der Cricut jetzt für mich schreiben wird. Ich würde mal sagen, Handlettern muss ich jetzt nicht mehr lernen, das übernimmt einfach der Kleine für mich. Sobald jetzt alles geschrieben ist, muss man nur noch Stift gegen Klinge einsetzen und der kleine Plotter schneidet mir jetzt noch die Umrisse der Wolke. Ich muss nur noch den Wolkensticker lösen und unter dem Ballon auf die Seite kleben. Also ich würde sagen, schneller war so ein besonderes Deckblatt bei mir noch nie fertig. In diesem Arbeitsbereich am PC im Cricut-Programm kannst du super viel machen. Ich habe hier zum Beispiel ein Rechteck und den Heißluftballon miteinander verschmolzen, also verschweißt, sodass jetzt so ein tolles Design entstanden ist, indem man den Heißluftballon eben nur noch zum Teil sieht. Aber erstmal startet der Cricut Joy hier wieder mit der Überschrift
Und damit die wieder super erkennbar ist, habe ich auch hier wieder diesen zarten Goldton des Deluxe Papers genommen. Sobald ich dann zur Klinge gewechselt habe, startet auch schon der Ausschnitt. Einfach ablösen und entgittern. Ganz so faul wollte ich jetzt auch nicht rumsitzen, deswegen dachte ich mir, okay, die Daten des Monats runterwärts schreibe ich jetzt mal noch unter den Banner, den ich aufgeklebt habe. Generell halte ich die Termine-Seite ganz elegant und teste einfach hier gerade mal aus, welche helle Farbe gut zu dem Design passen könnte. Das Highlight der einzelnen Zeilen bringt hier definitiv nochmal den letzten Schliff. Und da die Farbe so schön zurückhaltend ist, setze ich auf dem Deckblatt damit noch so Wolkenumrisse und finde, das rundet das Layout perfekt ab. Eigentlich könnte ich den Cricut jetzt auch noch den Schriftzug Juni einmal ausdrucken lassen, aber so ein bisschen was muss ich ja heute auch machen, oder? Deswegen mache ich das mal noch. Was darf im Bullet Journal nicht fehlen? Genau, der Habit Tracker. Den Banner für die Seite beschreibt und schneidet natürlich wieder mein fleißiger Freund, der Plotter. Statt des Heißluftballons im Banner habe ich aber diesmal eine Wolke integriert und eben wieder mit einem Rechteck verschweißt, um eben dieses Layout hinzubekommen. Das Deluxe Paper, das ich mit der wundervollen Musterung schon auf dem Deckblatt benutzt habe, kommt jetzt für die Tracker wieder ins Spiel. Und um es noch harmonischer zu machen, nutze ich auch wieder diese Bannerart, diese Rahmenart, wie auch schon auf der Termine-Seite. So überschneiden sich Design, Farben und alles wirkt wirklich sehr harmonisch. Und was soll ich sagen, in kurzer Zeit hat hier der Cricut Joy alles zugeschnitten und ich muss nur noch alles auf der Seite anordnen. Ein wichtiger Teil für den Tracker fehlt hier aber noch. Denn was muss man im Bullet Journal am allermeisten und am längsten schreiben? Genau, die Tracker-Daten. Aber heute schwänze ich das einfach mal und würde sagen, der Cricut übernimmt auch hier die Arbeit. Ich kann mir nebenbei einfach mal ein Käffchen machen. Ja. Heute läuft bei mir. Hier habe ich übrigens so ein Smart Label genommen. Das ist ein beschreibbares Vinyl und das ist so ein bisschen glänzend. Und auch selbstklebend, also wieder wie ein Sticker, nur ein bisschen fester im Material. Denn mit der Feinschnittklinge, jetzt wieder ausgestattet, schneidet mir der Cricut auch noch die Tracker in so schöne Quadrate. Die muss ich jetzt nur noch auf die Rahmen kleben und fertig. Auch hier highlighte ich noch mit dieser dezenten Farbe und setze so dekorativ immer so ein paar Wolkenumrisse. Ich finde, das macht einfach so einen richtig schönen Hintergrund. Seit langer Zeit lege ich in diesem Monat auch mal wieder einen Mood-Tracker an. Erstens, ich habe Lust drauf und zweitens hatte ich so eine Idee im Kopf, was der Cricut hier für mich machen könnte. Den Banner mit der Überschrift für meine Seite ist im gleichen Stil wie auch schon auf der Habit-Tracker-Seite. Eben nur mit einer anderen Überschrift. Der Mood-Tracker an sich ist so ein leicht abgewandeltes Design vom Deckblatt. Ich habe hier bei dem Heißluftballon eigentlich nur die Maße ein bisschen angepasst. Aber indem ich hier ein anderes Deluxe-Paper benutze, eben in dieser goldigen Variante, wirkt es trotzdem komplett anders. Meine Stimmung werde ich aber auf dieser Seite jetzt nicht mit Farben festhalten, sondern mit Mustern. Ich finde, das wird so ein schönes Zusammenspiel geben zwischen diesem goldenen, zarten Ton und dieser schwarzen Musterung. Am Ende des Monats sieht das, glaube ich, richtig cool aus, wenn man es ausfüllt. Das ist mein Vorsatz diesen Monat, Mood-Tracker ausfüllen. Perfekt gepasst. Die ganzen Elemente in dem Ausschnitt des Heißluftballons reichen genau für 30 Tage Musterung meiner Stimmung. Da ich tatkräftige Unterstützung bei der Erstellung des Setups habe, übernimmt natürlich auch der Cricut wieder das Schreiben der einzelnen Wochentage für mich. Ich muss definitiv noch weitere Schriftarten ausprobieren. Das macht richtig Spaß. Im hübschen Wolkenausschnitt, in diesem tollen Grün-Türkiston, kommt hier so ein schöner Kontrast zustande und ich wollte einfach noch eine andere Farbe mit ins Spiel bringen. Diesen Monat wird meine Wochenübersicht über zwei Seiten gehen, denn auf der zweiten Seite habe ich mir noch was Tolles einfallen lassen, was dir vielleicht auch weiterhelfen wird. Ich lasse mir im unteren Teil einfach ein bisschen Platz, um hier auf der einen Seite meine To-Dos aufzulisten.
Auch dafür habe ich mir wieder von meinem Cricut helfen lassen in der Erstellung des Banners. Und genau daneben setze ich mir den Wochentracker. So kann ich auf der einen Seite meine To-Dos auflisten und auf der anderen Seite abkreuzen, an welchen Wochentagen ich das erledigt habe. Das ist super, wenn du auch Aufgaben hast, die sich über mehrere Tage hinwegziehen oder an mehreren Tagen dieser Woche durchgeführt werden. So behältst du definitiv den Überblick. Außerdem siehst du auf einen Blick, welche To-Dos noch offen sind. Und wie wäre es bei dir jetzt mit einem neuen Assistenten? Mein Fazit, es hat noch nie so wenig Zeit gekostet, ein komplettes Setup für den Monat zu erstellen und trotzdem so kreativ werkeln zu können. Sag mir gerne, wenn du noch weitere Ideen mit diesem kleinen Cricut Joy sehen möchtest, vielleicht sogar eigene Sticker, ich habe da schon was im Hinterkopf. Bis dahin, bleib kreativ, organisiert. Tschüss!